herzlich willkommen. Heute bin ich etwas aufgeregt, denn heute zeige ich dir tatsächlich die ersten Übungen, die du mit deinem Fuß machen kannst. Heute geht es nämlich um das Balancekissen und dabei geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass du lernst, auf dem Fuß, mit dem du gerne trainieren möchtest, Balance zu halten. Und es geht auch darum, dass du lernst, Vertrauen in deinen Fuß aufzubauen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Das ist das Balancekissen. Wenn man jetzt mal da drauf tritt, sieht man, da ist Luft drin. Und das Ziel dieses Balancekissen ist eigentlich das, dass man natürlich balancieren lernt und vor allen Dingen, dass man Vertrauen aufbaut und sozusagen, dass es zu einer Gewohnheit wird, wow, jetzt falle ich runter, wirklich beidbeinig zu arbeiten. Übung Nummer 1 besteht darin, dass du lernst, richtig in die Knie zu gehen. Und dafür steigst du erstmal auf das Brett drauf. Wichtig ist, achte darauf, dass dein Rücken möglichst gerade bleibt und dass du natürlich erstmal eine richtig gute Balance findest und anschließend kannst du dann in die Knie gehen. Gucken wir uns das Ganze mal an, das sieht dann so aus. Für die zweite Übung kannst du dich erstmal festhalten, weil die ist so ein bisschen herausfordernder, einfach weil du jetzt mit einem Bein arbeitest und natürlich mit dem du auch gerne trainieren willst. Also, du stellst dich mit einem Bein auf das Wackelbett drauf und dann geht es darum, dass du in die Knie gehst. Das Ganze sieht dann so aus. Wie gesagt, auch dabei wieder darauf achten, dass dein Oberkörper möglichst gerade bleibt. Ausgangspunkt, dritte Übung. Du hältst dich wieder an der Wand fest und stehst auf einem Bein auf dem Kissen. Und jetzt kannst du einfach ein bisschen mit deiner Balance spielen, indem du deinen Fuß, der in der Luft hängt, einfach mal so ein bisschen hin und her bewegst, weil dadurch ist der Fuß, der gerade steht, natürlich dazu aufgefordert, dass er noch besser die Balance hält. So. Und das Gleiche kannst du natürlich eben auch zur Seite machen. Und später natürlich, wenn du schaffst, auch eben ohne Festhalten das Ganze. Das ist dann richtig herausfordernd. Und damit die Übungen jetzt auch so richtig gut funktionieren, hier zwei mentale Tipps. Punkt 1. Wie gesagt, dein Gehirn lernt am besten, wenn du die Übungen, die du machst, immer und immer wiederholst. Denn dadurch können sich deine Neurone einfach bestmöglich verbinden. Deswegen wiederhole die Übungen wirklich viele, viele Male. Und Tipp Nummer 2. Höre mal deine Lieblingsmusik, während du diese Übungen mit deinem Balancekissen machst. Denn dadurch passiert Folgendes. Deine Neurone verbinden sich nochmal ganz neu. Dadurch kannst du wiederum bessere Verbindungen schaffen zwischen deinen einzelnen Gehirnregionen, wodurch wir einfach schneller lernen können. Und was zusätzlich passiert, wenn du Musik hörst, dein Gehirn schüttet diverse Hormone aus, wie zum Beispiel Endorphine und Dopamin, wodurch du einfach super gute Laune bekommst, was natürlich eben auch eine optimale Bedingung für dein Training ist. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte zum Balancekissen. Das gibt es eigentlich immer schon relativ günstig, zum Beispiel in verschiedenen Discountern. Da müsst ihr hier und da mal gucken. Da gibt es manchmal so eine Sportwoche, wo dann eben so ein Balancekissen relativ günstig angeboten wird. Ansonsten findet ihr das natürlich aber auch in Sportgeschäften oder aber auch im Internet. Und es, wie gesagt, es gibt es relativ günstig. Man kann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber das bleibt natürlich auf jeden Fall dir überlassen. Ja, ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Und denk dran, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Tschüss!